Dieses Mal ja, geht es nicht um Ägypten, sondern um die atlantischen Pyramiden, insbesondere die neu entdeckten Pyramiden auf den Azoren. Ein Thema, was für uns alle eigentlich völlig neu war. Und ich selber war ja mit Abora 3 dorthin gesegelt. Wir werden es gleich sehen. Und insofern hätte ich sie fast 2 Jahre früher entdeckt, nach dem Ende der Abora 3 Expeditionen. Aber fangen wir von vorn an. Das Thema hat natürlich was zu tun mit internationalem Kulturaustausch. Wir haben es eben bei der Steinbearbeitung gesehen, wir haben es im Vortrag vorher mit dem Transport der Steine gesehen. Die Menschen im Altertum müssen weiter technisch entwickelt gewesen sein, wie wir es nachweisen können. Insofern sind wir auch nicht die Erfinder des Global Village, sondern wie es hier eben auf Englisch geschrieben steht, Internationalismus und Kosmopolitismus sind zwei der ältesten Errungenschaften der Menschheit. Menschen waren schon immer mobil und sind gewandert. Warum dann auch nicht über den Atlantik? Viele Wissenschaftler meinen, es gebe dafür keine Beweise. Gut, Beweise ist immer so eine Sache in der Wissenschaft, die sind häufig auch vom Standpunkt des Betrachters abhängig. Aber wenn wir nur mal ein paar Beispiele heraussuchen aus der interkulturellen vergleichenden Archäologie, war also sowohl in der alten Welt als auch in der neuen Welt das Rad erfunden. Blonde, hellhäutige Darstellungen von Menschen gibt es nicht nur bei den alten Pharaonen, sondern auch in Chichen Itza, also in der neuen Welt, wo wir also ganz, ganz viele blonde, blauäugige Menschendarstellungen haben. Und wir hatten hier schon beim ersten Kongress Professor Hans Giffern, der ja auch über die blonden Chachapoyas im Norden von Peru, Bolivien berichtet hat, wo wir also eben blonde, hellhäutige Menschen noch heute in den Regenwäldern Süd- und auch Mittelamerikas haben. Insofern kann ich nur kurz andeuten, auch das hat Helge Wirth schon gezeigt, die Dolmenanlagen, die megalithischen Anlagen, die es auf beiden Seiten des Atlantiks gibt. Und insofern sind natürlich auch die Pyramiden dran, heute zum Kongress, um mal zu zeigen, dass es eben auch pyramidal auf beiden Seiten des Atlantiks ähnliche Bauwerke gibt, die eben weitere Evidenzen dafür liefern, dass es hier zu einem interhemisphärischen Kontakt und Austausch gekommen sein musste. Ja, schauen wir uns die Pyramidenkarte an, wie wir sie eigentlich kennen. China, in Indien, Gujarat stehen 40 große Pyramiden. Im Oman gibt es eine große Stufenpyramide, Ägypten sowieso, Mesopotamien. Kaum jemand erwähnt die alten Sumerer, die eben in Stufenpyramidenbauweise ihre ersten Türme errichteten, aber eben auch auf ägyptischer Seite gibt es Stufenpyramiden in Caral, Peru, einer der ältesten Pyramiden Amerikas. Diese Stätte Caral wurde im 4. Jahrtausend vor Christus betrieben und die letzten Pyramiden wurden dort so um 2700 vor Christus gebaut. Von wegen, die alten Amerikaner hatten keine Ahnung in dieser frühen Epoche vom Pyramidenbau. Der Pyramidenbau auch in Altamerika ist viel älter, als die meisten Archäologen das heute glauben. Und natürlich, ganz bekannt sind natürlich die Pyramiden der Olmeken, hier La Ventra, einer der ältesten olmekischen Städte. Und schon gezeigt habe ich ja in Mexiko, Chichen Itza, wo ja etwa um 800 nach Christus diese Sonnenpyramide mit der berühmten Schlange Kukulkan, wo man also zur Tag-Nacht-Gleiche dort dieses berühmte Schlangenmuster dort auf der Pyramide sieht. Die Altamerikaner haben eine klare Auffassung, wer dieses Zeug erfunden hat, nämlich vor unendlich langer Zeit ist eine Insel mitten im Atlantik untergegangen, die nannte sich im Glauben der Azteken Aztlan, die auf der anderen Seite nennen diese Insel Atlantis. Ja, ob das ein Zufall ist, ob das phonetische Übereinstimmung ist oder eben letzten Endes der Fantasie der Indianer entsprungen war, aber nach Auffassung der Mayas und Tolteken sind Menschen mit Schiffen übers Meer gekommen, nachdem ihre eigene Inselkultur untergegangen sei und die hätten ihnen beigebracht, alle Belange der Zivilisation, sei es Tempelwirtschaft, Landwirtschaft oder eben auch den Pyramidenbau. Wenn wir diese Karte nun aufbohren, können wir zeigen, indem wir also auch im Mittelmeerraum und auch im Ostatlantikraum gibt es ähnliche Stufenpyramiden wie im vorderasiatischen Halbmond. Viele kennen nun durch unsere Filme diese Pyramiden schon oder indem sie eben unsere Terra X-Filme gesehen haben, wo wir also auf Teneriffa mit Thor Heyerdahl da gedreht haben oder auch auf Sardinien. Weniger bekannt
und eben auch erst in jüngster Zeit entdeckt sind, die neuen Stufenpyramiden auf den Azorischen Inseln. Ich werde dann noch ein bisschen über Ozeanographie sprechen müssen, aber Sie sehen ja schon, der Pfeil ist gegen das europäische Festland gerichtet. Im Unterschied zu den Kanarischen Pyramiden, die mit dem Strohbündel einfach zu erreichen sind, können Sie mit dem Schiff auch modernerer Bauart nicht ohne weiteres zu den Azoren segeln. Das macht eben diese Azorenpyramiden für die transatlantische Kulturforschung so spannend, weil dort mit Sicherheit keiner von Spanien direkt zu den Azoren gesegelt war. Aber dazu etwas später, ich muss das Thema erst noch ein Stückchen herleiten, über die Pyramiden des Mittelmeers. Das ist für mich Europas schönste und bedeutendste Stufenpyramide. Die steht in Nordwest-Sardinien, heißt Monte d'Accordi und ist von italienischen Archäologen bestens erforscht, wo wir ziemlich genau sagen können, dass sie am Ende des 4., am Beginn des 3. Jahrtausends vor Christus gebaut wurde. Fast gar nicht bekannt, auch bei italienischen Archäologen, sind die Stufenpyramiden, die rings um den Ätna stehen. Dort gibt es noch heute etwa 200 bis 600 Stufenpyramiden. Wir wissen es nicht genau, weil keiner weiß, wie viele am Anfang da waren. Durch die Urbanisierung der Städte, Catania dehnt sich aus, aber auch die Dörfer, die es dort gibt, Pantelleria und Pandera, wie sie heißen, die werden immer größer und es werden jedes Jahr 5 bis 10 von den Pyramiden weggebaggert und werden Häuser hingesetzt. Ohne dass man die Chance nutzt, wenn sie weggebaggert werden, dass sie dort wenigstens archäologisch suchen und graben. Für die Italiener sind das ja schlechtere Weinberge, die sie gebaut haben. Obwohl da ja nie Wein drauf gewachsen ist, wie man es so sieht. Aber was soll's, auch in Griechenland gibt es wunderschöne Pyramiden auf Rhodos. Das ist die Helikon-Pyramide und steht auf dem Peloponnes. Ich folge nicht den Datierungen der griechischen Archäologen. Ein griechischer Archäologe will das mit Hilfe von Thermolumineszenz, Sie sehen es ja hier, auf etwa 2900, 2700 vor Christus gebaut haben. Die Bauweise folgt ganz klar griechischen Baustrukturen, wie man sie im 4., 5. Jahrhundert kennt. Für mich ist das genau wie die Pyramide in Nizza. Es steht übrigens auch eine schöne ägyptische Pyramide auf Menorca. Das sind Söldner, die aus den Kriegen bei den Ägyptern mitgedient haben. Die kommen zurück, sind dort reich geworden und bauen sich dort solche kleinen Pyramiden nach. Für mich stammt diese Pyramide nur aus dem 5., vielleicht 4. Jahrhundert vor Christus. Allerdings, wie gesagt, die Griechen wollen sie bis an den Anfang des 3. Jahrtausends vor Christus datiert haben. Ja, und ganz spektakulär, aber überhaupt nicht bekannt, sind die Stufenpyramiden der Megalithkultur, insbesondere um den Bereich von Karnak. Das ist ja die berühmte Karnak-Pyramide, wo auch die Steinreihen, die Menhire, aufgestellt sind. Das Ding ist so groß, dass eben da auch die Kirche, die die Christen später aufgebaut haben, dass die winzig erscheint gegenüber diesem künstlich terrassierten Hügel. Und die ältest bekannten Steinstrukturen, die pyramidale Form haben, ich will mich vorsichtig ausdrücken, sind die Steinpyramiden von Bernané, auch in der Bretagne. Die werden also etwa um 4600 vor Christus datiert, sind damit 2000 Jahre älter als die eigentlichen modernen glattwandigen Pyramiden, wie sie die Ägypter gebaut haben. Ja, und wenn wir dieses magische Dreieck der Pyramiden, wie es Harald Prehmer schön getauft hat, weiterverfolgen, sehen wir, dass aufgereiht wie eine Perlenschnur die westlichsten sumerischen Zikkurate stehen in Hubaba Kabira, das ist in Syrien, oder auch in Byblos. Dort gibt es also sehr schöne Stufenpyramiden, die durch die Amoriter, ein verwandtes Volk der alten Mesopotamier, gebaut worden waren. Und wir können das also weiterverfolgen. Es geht über Kreta, Sizilien, Sardinien, Menorca bis nach Teneriffa auf den Atlantik heraus. Dort hatte ja Thor Heyerdahl diese Pyramiden, die schon viel länger bekannt waren. Thor Heyerdahl hat diese Pyramiden ja wieder zurück ins Bewusstsein der Öffentlichkeit katapultiert, nachdem er seinen Wohnsitz von Peru nach Teneriffa verlegt hatte, extra wegen den Pyramiden. Sein Sponsor und Freund Fred Olsen hat also dieses Pyramidenareal in Guimar gekauft, um es ähnlich wie in Sizilien vor dem Abriss zu schützen, weil da wollte man ein riesen Einkaufszentrum bauen und da hat Fred Olsen dann das Areal später dann auch dem Staat geschenkt, wo jetzt Heyerdahl sein Museum hat. Ja, diese Pyramiden folgen architektonisch ähnlich, wie wir diese Stufenpyramiden auch auf La Palma, das ist die Insel La Palma, dort gibt es heute noch etwa 20 große Stufenpyramidenkomplexe, alle vor dem Abriss bedroht. Zum Teil stehen sie schon in den Dörfern mit drin. Die alten Guanchen oder die heutigen Inselbewohner
im Gegensatz zu ihren Vorfahren vor 50 oder 100 Jahren, schätzen die mittlerweile, die erkennen, sie hatten eine vorspanische Geschichte. Heute werden diese Bauwerke im Unterschied zu Sizilien geschützt. Das ist diese wunderschöne Kancharos-Pyramide, die direkt am Meer liegt. Übrigens liegen alle Pyramiden entweder an der Küste oder zumindest in Meeresnähe. Man findet sie nicht im zentralen Binnenland solcher Inseln, was auch interessant ist. Es gibt also irgendeine seefahrische Komponente. Die Frage ist natürlich, und da streiten sich zurzeit in Spanien oder scheiden sich die Geister, sind diese Pyramiden durch eine prä-spanische Bevölkerung, / antike Kulturen gebaut worden, oder sind sie tatsächlich das Werk von frühen spanischen Bauern, die ihre Felder nur mit Steinen freilesen wollten? So ist zumindest die offizielle Lesart der spanischen Archäologen. Und ich hatte den Spruch heute schon mal in Diskussionen gesagt, es ist leichter, ein Atom zu zertrümmern, als eine vorgefasste Meinung. Und das hat sich so tief in das Bewusstsein der Historiker, aber auch Archäologen ausgegraben, dass man gar keine neuen Belege dafür sucht, dass es prä-spanische Pyramiden oder Bauwerke sein könnten, also in dem Fall Stufenpyramiden. Mittlerweile gibt es aber viele, viele Forschungen zum Thema, und insofern stehen die spanischen Kollegen mittlerweile ziemlich isoliert da, weil wir eben ähnliche Architekturformen auf anderen Mittelmeerinseln kennen, wo wir sie sehr gut aufgrund einer sauberen stratigraphischen Grabung ansprechen können, was die Spanier eben leider schlecht oder gar nicht gemacht haben, stratigraphische Grabung zu den Guanchen. Deswegen wissen wir auch nicht, wann die Guanchen genau gekommen waren. Was uns aber extrem hilft, diese Bauwerke zu dechiffrieren, das sind die Überlieferungen früher spanischer oder englischer Chronisten. Zwei habe ich mal ausgewählt. Einen müssen Sie unbedingt gelesen haben, das ist Francesco Torriani. Das hat Dominik Wölfe 1931 ins Deutsche übersetzt. Das Buch gibt es auf Amazon zu kaufen, ist nicht sehr teuer. Das sind die gesamten Reiseberichte der Spanier zusammengetragen, und schon Francesco Torriani überliefert, dass dort große Stufenpyramiden stehen, ähnlich wie in Ägypten. Und erwähnt auch in diesen Schriften bereits die azorischen Pyramiden, dass er gehört hat, dass ähnliche Strukturen auch auf den Azoren stehen. Und ganz wichtig ist George Glass, ein Engländer, der also sehr schön überliefert, dass die großen Pyramiden auch immer mit riesigen Steinsäulen verbunden waren. Und wir hatten das Wort mit den Steinsäulen heute schon bei Helge Wirth im Vortrag, dass also auch die Arminsäule, die Himmelssäule, das Firmament aufgehangen ist, das muss bei diesen frühen Kulturen eine große Rolle gespielt haben, weshalb wir diese Pyramiden und Steinsäulen auch, das geht's nicht, in Sardinien wiederfinden. Auch hier ist die Stufenpyramide Monte d'Accordi mit einer solchen megalithischen Steinsäule assoziiert. Und nicht nur das, an der Rückseite, ich habe diese Statue noch intakt fotografiert, heute ist sie zertrümmert, irgendwelche Vandalen haben das Ding in drei Teile geklopft. Ich habe sie noch intakt gesehen, und wenn Sie sich dann diese anthropomorphen Darstellung anschauen, das ist abfotografiert, da sieht man es nicht gut, und wenn man sich das dann anschaut, findet man dieselben anthropomorphen Figuren überall im Mittelmeer und auch auf den Kanarischen Inseln. Und das ist natürlich wie eine Art Fingerabdruck, das, was hier mit einer ethnischen Sakralarchitektur zu tun hat, die also durch Menschen gezielt über die Inselketten bis hinaus auf den Atlantik verbreitet haben. Hier die ganz berühmten Beispiele, die Tara-Figur von Gran Canaria, Tara-Figur von Monte d'Accordi. Also auch da, wo die Stufenpyramide entdeckt, also wo man sie ausgegraben hat, hat man dieselben Figuren gefunden, die man beispielsweise auch auf den Kanarischen Inseln hat. Oder die berühmten Pintanderas, die Stempelsiegel der Guanchen. Auch das hat man auf Sardinien identisch bei den Pyramiden ausgegraben. Und das sind natürlich ganz wichtige Indikatoren, keine Beweise, aber Evidenzen, die andeuten, dass es zwischen diesen entfernten Plätzen Kommunikation und regelmäßigen Austausch gegeben haben muss. Es ist für mich eines der größten Missgeschicke der modernen Archäologie, dass es uns nach 200 Jahren moderner Wissenschaft immer noch nicht gelungen ist, einen Schlüssel aufzustellen, einen Katalog, um analoge und homologe Entwicklungsreihen zu unterscheiden. Wir dürfen nicht bei jeder Ähnlichkeit sagen, die haben Seefahrt übers Meer betrieben. Es kann sein, dass es
homologe, also durch gemeinsame Kontakte vermittelte Kulturimpulse waren, muss es aber nicht gegeben haben. Die Technikgeschichte ist voll von Parallelentwicklungen, aber eben genau diese zu identifizieren, diese zu charakterisieren und dann auch zu enttarnen, müsste eigentlich Aufgabe der modernen grabenden Forschung sein. Aber hier hapert es vielfach eben noch, indem man diese Dinge entweder bagatellisiert oder verleugnet. Und das ist eben letzten Endes schade, weil man sich damit ganz viel Wissen nimmt, gerade auch aus dem Vergleich zwischen verschiedenen Kulturen. Aus diesem Grund, ich sagte es ja heute bereits schon bei meinem Zinn-Aspekten über die Schwarzmeerarchäologie, Archäologen messen immer noch mit zweierlei Maß Kontakte über Land. Ja, das können Sie sich mittlerweile alle gut vorstellen. Denken wir nun an die Out-of-Africa-Theorie, dass der frühe Mensch aus Afrika auswanderte, um also in 80.000 Jahren den Planeten Erde ein zweites Mal zu kolonisieren. Wenn dann aber ein Ozean dazwischen liegt, dann ist man sich schnell einig, dass es Kontakt übers Meer eher nicht gegeben haben kann, weil das zu schwierig war, zu gefährlich oder technisch nicht möglich. Thor Heyerdahl haben wir es heute zu verdanken, dass er uns einen Hauch von Zen gegeben hat, was mit solchen frühen Schiffen möglich gewesen war. Ohne Thor Heyerdahl, denke ich, wären wir alle nicht so, wie wir wären, weil er mit seinen Expeditionen uns eine vage Vorstellung vermittelt hat, wie mobil frühe Kulturvölker waren. Dass er die Archäologen nicht überzeugt hat, das liegt eben vor allem an ihm selber, weil insbesondere seine Ra 1 und seine Ra 2, das waren furchtbare Segelboote. Die konnten wirklich nur von A nach B segeln. Es wäre mit Ra 1 und Ra 2 nicht mal möglich gewesen, 30, 40 Grad mit dem Wind abzufallen, um beispielsweise von Marokko kommt, von Safi kommt, die Kanarischen Inseln anzufahren. Thor Heyerdahl wollte gerne die Kanaren anfahren, insbesondere mit Ra 2, aber die Teile waren so manövrierunfähig, dass er eben wirklich dem Wind nur geradeaus folgen konnte. Und sein nächstes Ziel war eben dann Fidel Castro in Kuba, also insofern die Karibik, als einzige Möglichkeit, die er ansteuern konnte. Insofern hat sich Thor Heyerdahl selber eine große Lücke hinterlassen, die ich muss mal kurz was trinken, die ich versuche mit Abora zu schließen. Und Thor Heyerdahl konnte eben, ob mit Ra, Kon-Tiki oder Tigris, eben nicht am Wind segeln, wie der Seefahrer sagt. Was das bedeutet, erkläre ich gleich. Meine wichtigste Entdeckung war in Oberägypten 1993, als ich diese Seitenschwert-Segeltechnik entdeckte. Einfache Striche auf solchen Steinzeit-Graffiti, die Bilder sind nicht ganz 6000, aber fast 6000 Jahre alt, sieht man also sehr schön, wie man sich die Takelage eines solchen jungsteinzeitlichen Seglers vorstellen muss. Und Thor Heyerdahl hat es eben auch nicht gesehen. Mir ist aber aufgefallen hier, wenn das Paddel gewesen sein soll, warum hat der Felsbildkünstler da keinen Paddler hingemalt? Er hat sich sehr viel Mühe gegeben, den Steuermann darzustellen, hat sich sehr viel Mühe gegeben, zwei Rinder darzustellen, eine Astgabel, wo man, wenn man das Schiff gegen den Wind getreidelt hat, hat man den Mast umgelegt. Dafür ist die Astgabel hier zu sehen. Aber keine Paddler. Und das hat mich 1993 in der nubischen Wüste überzeugt, dass das keine Paddel waren. Der Felsbildkünstler wollte uns was anderes mit auf die Botschaft oder auf die Reise geben. Das waren einfache Paddel oder brettartige Strukturen, die seitlich im Rumpf gesteckt wurden, um so dem Winddruck über Wasser, unter Wasser Gegendruck zu bieten. Ich hatte damals, als ich meine ersten Experimente gemacht habe, noch keine seemännische Ausbildung gehabt. Ich wusste nicht, was ein Lateraldruckpunkt ist, wie Hydro- und aerodynamische Kräfte an dem Boot wirken. Aber letzten Endes mussten genau dieses Verständnis, mussten die Paläosegler schon entwickelt haben. Denn anders wäre es nicht möglich gewesen, das Mittelmeer zu überqueren, weil wir wissen es, wir haben also ägyptische Siedlungen in Larnaca. Bei Paphos ist eine große altägyptische Stadt, wo wir immer wieder altägyptische Reste finden. Wir wissen ja, schon der Vater von Cheops, Snofru, ist mit großen Seglern nach Byblos gesegelt, um sein Bauholz für den Pyramidenbau aus dem Libanon zu holen. Also die Ägypter haben durchaus größere Strecken auf dem Meer zurückgelegt. Das konnten sie aber nur, wenn sie mindestens quer gegen den Wind segeln konnten. Und das ist eben das Bedeutsame, was ich mit Abora und meinem Team demonstrieren konnte. Insbesondere Abora 2 ist ja von Zypern 600 Kilometer gegen den Wind zurück aufgekreuzt. Für die Verkehrsgeschichte bedeutet das, als hätte man im Mittelalter ein Jumbojet ausgegraben. Weil damit ist klar,
die alten Ägypter hätten mit ihren Papyrusflößen, wenn sie gewollt hätten, überall hinsegeln können. Es gab kein Limit. Außerdem müssen wir uns endlich von der irrigen Vorstellung trennen, das eine ist das Mittelmeer, das andere ist das Rote Meer, dahinter ist der Indische Ozean und der andere dahinter ist der Atlantische Ozean. Nee, wenn Sie segeln, befinden Sie sich nur auf einem einzigen Meer. Es gibt keine drei Ozeane, es ist alles ein Ozean, auf dem wir uns bewegen. Und es ist dazu eine perfekte Ebene. Sie müssen keine Berge, keine Täler durchqueren. Sie werden nicht von feindlichen Stämmen angegriffen. Sie müssen nur zwei Probleme lösen. Sie dürfen nicht untergehen und sie müssen das Fahrzeug steuern können. Und diese zwei Probleme haben die Paläolithiker lange vor Christopher Columbus gelöst. Er war nicht der Erste, er war der Letzte, der Amerika entdeckt hat. Alle anderen waren schon da. Und wenn wir jetzt mal unsere eigenen Abora-2-Segeldaten auf die Kursroute von Heyerdahl übertragen, wäre es für uns überhaupt kein Problem gewesen, von Safi 30, 40 Grad abzufallen und mit den sogenannten Trade Winds, also den Passatwinden, wie wir auf Deutsch dazu sagen, einfach die Kanaren auf dem Halbwindkurs anzusegeln. Unser Schiff ist so gut gefahren, dass wir das von Heyerdahl gefürchtete Kap Schüpi sogar hätten nutzen können, um auf die Kanarischen Inseln überzusetzen. So gut ist Abora 2 im Vergleich zu Ra 2 gesegelt. Wir hätten also locker von dort aus rüberziehen können nach Gran Canaria und Teneriffa. Wäre überhaupt kein Problem gewesen mit Abora. Und diese Segelergebnisse öffnen uns natürlich heute eine völlig neue Betrachtungsweise zur Verbreitung der Stufenpyramiden im Ostatlantikraum. Weil diese Pyramiden sind ja da und irgendjemand muss sie ja hingebracht haben. Das geht mein Computer auch nicht. Da sehen wir ja diese berühmte Pyramide am Meer. Und diese Guanchen, wie wir sie heute bezeichnen, die Urbevölkerung der Kanarischen Inseln, selbst denen sprechen wir Historiker heute eine Seefahrt ab, obwohl die auf Inseln gelebt haben. Ja, wir haben nicht viel von denen gefunden, das ist richtig. Außer ein paar kleine Kanus und ein paar Bootsdarstellungen. Aber apropos Bootsdarstellung, wer richtig hinschaut, sieht auf El Hierro riesige besegelte Schiffbootdarstellungen. Übrigens auch auf Gran Canaria gibt es solche Darstellungen. Die werden aber völlig ignoriert oder zu künstlerischen anthropomorphen Dingen umkonstruiert, was mit Gustav und Gasthof eigentlich überhaupt nichts zu tun hat. Heißt zwar ähnlich, aber ist was völlig Verschiedenes. Und aus diesem Grund ist eben die experimentelle Schiffsarchäologie so unbedingt wichtig, weil wir damit wie eine Art Zeitreise machen können, um die Machbarkeit solcher Explorationen nachzustellen, entweder sie zu bestätigen oder auch zu widerlegen. Auch das ist letzten Endes eine Möglichkeit. Und ich sagte ja bereits, dass ich sehr früh 2007 in Kontakt mit den Azoren gekommen war, als wir die Expedition 500 Seemeilen vor den Azoren abbrachen. Dort haben wir uns gemäß der transatlantischen Tradition im Hafen Fayal mit unserem Expeditionslogo verewigt, mit dem Versprechen, wir kommen irgendwann mit Abora 4 wieder hier vorbei und schließen den Kreisbogen, die Lücke, die wir uns selber hinterlassen haben. Als ich da die Azoren das erste Mal als Besucher, also als Pseudotourist das erste Mal anfuhr, war mir klar, hier ist irgendwas Altes, aber ich hatte noch keine richtige Vorstellung, weil ich überhaupt noch keine Möglichkeit hatte, mich mit den Azoren zu beschäftigen. Ich wusste aus den Lexika, dass die Azoren ziemlich spät entdeckt wurden durch die Portugiesen, erst im späten 14. Jahrhundert. Die ältesten Karten sind etwa nur wenige Jahrzehnte jünger, wo wir also die Azoren schon dargestellt haben im Medici-Atlas oder auf dieser alten Portolankarte aus dem Jahre 1551. Wo wir diese Inselgruppe schon dargestellt sehen, die Portugiesen haben es aber erst 35 Jahre später entdeckt, muss man sich erst mal vorstellen. Was also zeigt, dass da auch geheime Seefahrten im Spiel waren, wo wir also nicht alles wissen in der Geschichtsschreibung, was aber die Europäer alles gemacht haben. Das Gleiche trifft übrigens auch für Amerika zu. Da gibt es schwerwiegende Hinweise, dass vor allem die Portugiesen lange vor Kolumbus in der neuen Welt waren. Aber unabhängig davon, als die Portugiesen die Azoren als Archipel entdeckten, war sie unbewohnt und deswegen waren sie der Auffassung, dass sie als Erste entdeckt hatten. Erst später kamen dann neue Funde, man hat also auf Terrassife römische Münzen entdeckt. Man hat 2009 ein großes phönizisches Wrack auf der Insel Corvo entdeckt, also unter dem Meeresspiegel versunken. Und dieser phönizische Schiffsfund öffnet natürlich die Betrachtungsweise, weil wir damit den ersten physiologischen Beweis dafür haben, weil ja ein Schiff kann ja, also bei den Münzen ist man der Meinung, ja, es könnten römische Münzen sein, es kann aber auch ein Schmuggler gewesen sein, der die Münzen nach der Entdeckung dort verloren hat. Bei dem Schiffswrackfund gibt es kein
keine andere Möglichkeit, außer dass die Phönizier dorthin gesegelt waren, also auf die Insel Corvo, hier oben sieht man es ja. Und nun kommen eben die Entdeckung von über 140 Stufenpyramiden auf der anderen Seite des Ozeans hinzu, wo wir einfach sagen müssen, das ist ein ganz, ganz schwerwiegender archäologischer Hinweis, dass wir es hier mit Resten uralter Seefahrtskontakte zu tun haben. Das ist ein Foto von der Insel Fayal gegenüber zur Insel Pico. Man sieht das hier auf dem Bild nicht so gut. Die Auflösung von dem Beamer ist nicht sehr schön. Man kann nur diese Vulkanspitze erahnen. Als ich auf dem Vulkan oben stand und habe dieses Bild gemacht und habe diesen Pico-Vulkan gesehen, da war mir klar, also ich hatte das Gefühl, du musst darüber, da drüben stehen Pyramiden. Wir haben dann 3 Tage später uns ein Fährticket besorgt, uns ein Hotel und haben die Pyramiden gesucht. Mein Problem war, ich habe mir den schlechtesten Tag des Jahres 2007 ausgesucht. Wir hatten nur 30 Meter Sichtweite. Es hat so schlimm geregnet und so schlimm gestürmt, dass ich in der Stadt Maddalena, da wo das große Pyramidenareal beginnt, das zieht sich von Maddalena dann hoch, den Pico bis zum Gipfel in etwa 1000 Meter Höhe. So blind kann man nicht sein, dass man dran vorbeifährt. Ich bin dran vorbeigefahren, weil eben die Sichtweite unter 50 Metern war und wir haben es dann einfach übersehen. Und die Stadt Maddalena hat sogar einen richtigen archäologischen Park draus gemacht. Die werden also auf Portugiesisch Maraiocos genannt oder Maraios, wie man das eben auch ausspricht auf Portugiesisch. Da ist mein Portugiesisch nicht ganz so entwickelt. Ich will nur sagen, die sind viel länger bekannt. Torriani erwähnt sie schon in seinen Büchern. Also von wegen, die Portugiesen hätten die gebaut, um also auch landwirtschaftliche Bauwerke zu machen. Völliger Unsinn, wenn man den spanischen Chronisten folgt. Das waren alte Bauwerke, die von den Einheimischen in ihre Kulte einbezogen war. Der portugiesische Archäologe, Nunes Ribeiro, hat diese Bauwerke auch bei einem Urlaub wiederentdeckt. Der war 2012 dort mit seiner Familie in Urlaub gemacht und sagte, was, wie kommen denn diese Pyramiden von Teneriffa hierher? Und er war der erste Archäologe, der sich dann begonnen hat, so 2 Jahre lang systematisch mit diesen Bauwerken zu beschäftigen. Ich habe, wie gesagt, viele Bilder von, wie heißt er, der Herr Gau, mit dem Wolfgang Gau, viele kennen ihn über Ephedon, wie heißt er? Dieter Gau. Hans, ja, irgendwie, ja. Einige Bilder von ihm, ich habe auf den Azoren viele Freunde, die mir auch Bilder für diesen Vortrag beigesteuert haben. Und das Schöne ist, man kann eben sehen, das sieht genauso aus wie auf La Palma oder auf Teneriffa. Es ist dieselbe Handschrift, dieselbe Steinsetzung, dieselben Wendeltreppen. Ich habe dann mit meinen verfügbaren Bildern mal eine morphologische vergleichende Untersuchung gemacht, die ich Ihnen gerne zeigen möchte. Nächste Bild, wo wir einfach mal 3 Standorte haben, die Kanarischen Inseln, Pico, also die Azoren und Sizilien, wo es also um die verschiedenen Formen, es gibt also genau wie auf Sizilien oder auf Teneriffa quadratische Grundrisse, rechteckige Grundrisse, die quadratischen sind in der Regel Nord-Süd ausgerichtet, wohingegen die langgestreckten rechteckigen Pyramiden dem Sonnenlauf folgen, also Ost-West orientiert sind, was also irgendwas mit Sonnenauf- und Untergang zu tun haben muss. Die Gänge sind zum Teil wie hier mit Rampen versehen, aber eben auch mit Wendelrampen, so wie wir es auf Sizilien häufig beobachten können. Und genau wie auf Sardinien, genau wie auf Sizilien und eben genau wie auf den Kanarischen Inseln befand und befinden sich oben auf der obersten Plattform Reste eines kleinen, also Herodot nennt das Cella. Auf Deutsch übersetzt heißt das Kammer, gab es also oben auf der obersten Terrasse einen ummauerten Bereich, der muss nicht abgedeckt gewesen sein, wo die Priester ihre heiligen Zeremonien gemacht haben können. Ich will mich vorsichtig ausdrücken, wir wissen ja nicht, wozu es gedient hat. Wir können nur sagen, dass auf allen 3 Standorten auf der obersten Terrasse, genauso wie es Herodot beschreibt, für die mesopotamischen Stufenpyramiden, gab es dort einen Altar mit einem kleinen Tempel. Genau das können wir hier nachweisen und sehr schön skizzieren. Für Ribeiro und sein Team ist klar, dass es sich um präantike Bauwerke handelt, also die noch vor der Antike gebaut worden waren. Man hat nie was in der Weltpresse davon gehört. Ich habe 2013, als ich Kontakt mit dieser Forschergruppe bekam, einen Kongress im Kon-Tiki-Museum organisiert. Der war ziemlich gut besucht, da war auch die Universität Oslo dabei. Ein halbes Jahr später wurden alle Veröffentlichungen von Ribeiro im Internet gelöscht. Sie müssen wirklich, Sie finden die ganzen Artikel, die ich nutzen konnte, um meine Präsentation zusammenzubauen, die finden Sie nur mit spezialisierten IT-Fähigkeiten, weil die archäologische Seite
alles wurde gelöscht nach diesem Kongress. Warum, fragen Sie mich nicht, keine Ahnung. Ich kann nur sagen, dass also alle Bemühungen von Ribeiro eingestellt wurden, sich weiter mit diesem Thema zu beschäftigen, obgleich man schon erkannt hat, dass natürlich die Azoren lange vor den Portugiesen besiedelt worden waren. Ich zeige Ihnen noch ein paar weitere Beispiele. Die Bilder habe ich von Ribeiro bekommen, wo man also bemalte Höhlensysteme findet auf den Azoren. Also auch das ist typisch für die frühe Bronzezeit, wo wir also solche Höhlen auch auf Lacher Alta, die Formentera ist da zu nennen, wer sich ein bisschen auskennt mit bronzezeitlichen Kulturen. Auf Spanien gibt es ähnliche Darstellungen, ähnliche Tempel. Wir haben auf den Azoren Megalith-Tempel, Dolmen, Menhire. Wir haben sogar auf den Azoren karthagische Tempel, römische Inschriften gibt es dort, mittlerweile alles gefunden. Und was natürlich viele besonders begeistert, wir haben dieselben Cartrods auf den Azoren, wie eben auch auf Menorca, genauso wie auf Sardinien, genauso wie auf Malta. Die Dinger gibt es überall, wo es Inseln gibt mit Megalith-Architektur. Finden wir auch diese Cartrods. Ein ganz wichtiger Fingerabdruck, dass wir es hier mit einer einheitlichen Kultur haben, die über das Meer miteinander kommuniziert haben musste. Ja, diese neue Entdeckung führt natürlich zu noch tieferen Fragestellungen, weil die Bedeutung ist nicht so sehr, dass da Steinhaufen sind, die aussehen wie eine Pyramide, sondern was ist die Relevanz dieser Entdeckung für die moderne Forschung? Zum einen sagte ich bereits, wir wissen, als ältesten Fund haben wir dieses phönizische Schiffswrack, aber die Phönizier können wir nicht für die Pyramiden verantwortlich machen, weil die Phönizier zu keinem Zeitpunkt in ihrer Geschichte Stufenpyramiden gebaut haben. Das ist eine Sakralarchitektur des 4. und 3. Jahrtausends, nicht des 2. und 1. Jahrtausends vor Christus. Ergo können die Phönizier nicht die ersten gewesen sein, die dort vorbeigesegelt waren. Das Zweite ist natürlich, dass diese Stufenpyramiden einem bestimmten sakralen Konzept folgen. Also so wie wir als Christen Kirchen bauen und die Muslime Moscheen bauen, geht es ja nicht um die Architektur zum Selbstzweck, sondern eine Architektur bedeutet immer auch eine gewisse immaterielle Kultur. Und das ist letzten Endes entscheidend, weil dieser Kulturträger, der also die Stufenpyramide als sakrale Architektur verbreitet, diese Kultur verschwindet am Ende des 3. Jahrtausends vor Christus, sowohl im Mittelmeerraum als auch im Atlantikraum. Also wir haben es hier mit einer sehr alten Kultur zu tun. Und die Portugiesen brüsten sich ja damit, dieses Manöver als erste entdeckt zu haben. Das heißt auf Portugiesisch, ich versuche wieder gerade Portugiesisch zu sprechen, Volto do Mar. Die Rückkehr übers Meer heißt das auf Deutsch übersetzt. Und das ist eben, was sie im Unterschied zu den frühen Europäern dann ausgezeichnet hat. Es gibt nördlich des 30. Breitengrades ein bestimmtes Windsystem, insbesondere im Sommer. Das sind die sogenannten Southwest-Westerlies, heißen sie auf Englisch. Ja, die also entgegengesetzt der normalen Windrichtung in Richtung Norden zurückwehen. Und diese sogenannten Southwest-Westerlies haben die Portugiesen im 14. Jahrhundert entdeckt, um auf ihren Kolonisationsfahrten, die sie bis tief runter nach Afrika gemacht haben, wieder nach Portugal zurückkehren zu können, weil es auch für eine portugiesische Karavelle oder auch einen spanischen Handelssegler nicht möglich war, gegen Wind und gegen Strömung, also gegen den Kanarenstrom und gegen die Passatwinde wieder nach Hause zu segeln. Und das macht diese Azoren so bedeutsam. Sie können mit dieser Segeltechnik des Spätmittelalters, selbst mit diesen Schiffen, können sie nicht von Portugal nach Azorien segeln. Das schaffen sie navigatorisch nicht, weil die Elemente zu stark sind, um da 2000 Kilometer gegen Wind und Wetter aufzukreuzen. Die Phönizier sind es mit Sicherheit gewesen, die als erstes Seefahrtsvolk der Antike nicht nur, wenn man Herodot und anderen Historikern folgt, die Kanarischen Inseln entdeckt haben. Also die Kanaren waren in der Antike bekannt. Die wurden als elösische Inseln bezeichnet. Die Römer loben die Kanaren für ihr schönes Wetter, für ihre wunderschönen Pflanzen etc. etc. Also das wussten die in der Antike sehr gut. Aus meiner Sicht sind es die Phönizier gewesen, die dieses Volto do Mar Manöver lange, 2000 Jahre vor den Portugiesen entdeckt haben, und die haben dann auch den Weg über die Azoren gesucht und gefunden. Aber ich sagte ja bereits, dass die Pyramiden 2000 Jahre vor den Phöniziern im Gebrauch waren, ergo können diese nicht
die Pyramiden verschleppt haben. Es müssen ältere Völkerschaften gewesen sein, die am Ende des 4. Jahrtausends, am Beginn des 3. Jahrtausends vor Christus das Mittelmeer verlassen haben, über die Kanarischen Inseln das Sprungbrett nach Amerika gefunden haben. Und natürlich wollten auch diese Völkerschaften Tabak, Mais, Ananas, Agave. Die Liste von Kulturpflanzen, an denen ich forsche, ist unendlich lang. Wenn sie in den Supermarkt in Rom einkaufen gegangen wären, hätten sie fast alles bekommen aus Amerika, was es auch heute schon gibt. Also die hatten so ziemlich alle modernen Pflanzen, die es gab. Und wir wissen das eben von römischen Ausgrabungen in Pompeji, sehr schön, wo wir die Pflanzen dargestellt haben. Eine neue italienische archäologische Expedition hat in Rom ein Schiffswrack ausgegraben. Das waren Handelssegler, da war eine Parfümdose. Das Parfüm hat sogar noch nach Duft gerochen, also es hat nicht gestunken, war nicht verrottet. Und in diesem Parfüm konnten die kleingehäckselte Blätter der Sonnenblume nachweisen. Auch das, die Sonnenblume, eindeutig ein Neophyt, der aus der Neuen Welt stammt. Der wurde also schon in antiker Zeit über diverse Atlantikkontakte eingeführt, diese Pflanze, sonst wäre sie ja nicht in die Dose reingekommen. Und das sind ganz klare Hinweise dafür, dass dieser Handelsweg lange vor den Phöniziern bereist worden war. Aber die vorphönizischen Seefahrer, die hatten nur eine Möglichkeit, nach Hause zu kommen. Von Teneriffa nach Kuba und von Kuba über die Azoren zurück ins Mittelmeer. Das Kanaren-Golfstromsystem ist die einzige Möglichkeit, wie sie mit so einem primitiven Rasegler nach Hause kommen. Das Volto-Dumar-Manöver ist aus meiner Sicht mit dem Schilfboot nicht zu schaffen. Und das macht eben diese Pyramiden so spannend. Umso mehr frage ich mich, warum sich moderne Wissenschaftler einfach so schwer tun mit dem Gedanken, warum die antiken Kulturen keinen Kontakt nach Amerika hätten fliegen können. Also die Schiffe der griechischen Seefahrer, aber auch der Minoer, auch der Phönizier, die waren ebenbürtig mit den spätmittelalterlichen Schiffen, wenn nicht sogar besser. Also und wenn das Kolumbus mit seinen Karavellen geschafft hat, warum sollten das nicht ebenso mutige Männer und Frauen 2000, 4000 Jahre vor Kolumbus machen? Und dabei gibt es aus der archäologischen Sicht überhaupt keine Probleme damit, weil wir haben Pompeius Mela, Diodor von Sizilien und Eratosthenes, Plutarch, Hipparch von Marien. Es gibt so viele antike Autoren, die über die Länder des Westens schreiben. Strabon geht so detailliert auf Amerika ein. Plutarch beschreibt sogar die Reisedauer römischer Schiffe nach Amerika. Ich weiß nicht, warum man das nicht wahrnimmt. Und die Kartografiegeschichte ist voller Hinweise für solche antiken Handelsfahrten über den Atlantik. Und das beste Beispiel stammt von zwei amerikanischen Paläoarchäologen, Bruce Bradley und Dennis Stanford. Die haben die Feuersteinklinge nicht entdeckt. Das war ein Archäologe aus Amerika, der hat die schon in den 70er Jahren geborgen, in der Chesapeake Bay. Das ist die berühmte Feuersteinklinge, die man gefunden hat, und hier wurde nun mit modernsten forensischen Methoden nachgewiesen, dass dieser Feuerstein aus Südwestfrankreich stammt, und er konnte mit im gleichen Fundort gefundenen Mastodon, das ein Urelefantenknochen, datiert werden, 21.000 vor heute. So alt ist das, über 20.000 Jahre alt, und wir reden davon, dass Kolumbus die neue Welt entdeckt hat. Und aus diesem Grund kann ich auch nur noch antippen, auch Teile meiner Studien. Wir haben mit dem englischen Team Pflanzen-DNA auch sequenziert, und parallel haben Archäologen, oder besser gesagt Genetiker in München, das Blut von den Indianerstämmen, die an der Ostküste leben, untersucht. Und das Münchner Team von forensischen Genetikern hat zeigen können, dass alle Männer in Ostamerika, also die Indianer, die männlichen Indianer, eine bestimmte Haplogruppe haben, wie es ja auch dargestellt ist. Das nennt sich Single-Nukleotid-Polymorphismen. Das ist auch nicht wichtig zu verstehen. Entscheidend ist, dass wir zeigen können heute, dass die Indianermänner eine Gensequenz des Cro-Magnon-Menschen in sich tragen. Alle Männer, die an den großen Seen leben und an der Ostküste Amerikas. Und je tiefer sie ins Land gehen, desto mehr verschwindet diese Haplogruppe. Also muss es hier einen Paleo-Kontakt gegeben haben. Und mit Hilfe der molekularen Uhr konnten die Münchner Genetiker berechnen, dass irgendwann um das Jahr 17.000 vor heute sich diese Mutation in die amerikanische Urbevölkerung eingekreuzt hat. Und damit kann man sagen, was zu beweisen war.
Es gibt gar keine Beweise, dass es keinen Beweis gibt. Im Gegenteil, die Welt ist voller Evidenzen. Das muss ich Ihnen noch zeigen. Das sind Forschungen, die ich mit Kai-Helge Wirth und seinem Vater, Professor Heinz Wirth, in den frühen 2000er Jahren gemacht habe, in alten Höhlen in Frankreich, aber auch in Spanien. Das ist La Paseggia, einer der besten Schiffsbildbibliotheken der Welt, wo wir also nicht nur Schilfboote haben, wir haben hier wahrscheinlich Lederboote dargestellt. Hier eine der ältesten Kieldarstellungen der Menschheitsgeschichte, 14.000 Jahre alt. Noch eine weltbekannte Darstellung von Altamira. Mittels Falschfarbentechnik können wir sehr schön hier morphologisch zeigen, dass hier ein dreidimensionaler Körper dargestellt wurde und keine Geschlechtsorgane. Weil für die modernen Felsbildkünstler sind das anthropomorphe Sexualsymbole. Also ich sehe weder, ich möchte jetzt nicht sexistisch werden, aber ich kann hier weder eine Vagina erkennen oder irgendwelchen Penisdarstellungen, sondern es ist eindeutig ein geometrisches Muster, das, wenn man es anfärmt, räumliche Strukturen nachweist. Ob es dann tatsächlich ein Schiff war, wie wir glauben, das kann ich natürlich mit so einem Bild nicht beweisen. Wir haben aber archäologische Funde aus Dover, die aus Eichenplanken kurze zusammengesetzte Plankengänge zeigen, genauso wie das hier dargestellt wird. Die Darstellung hat, das Bild hat nur einen Schönheitsfehler, weil das Boot stammt aus 1600 vor Christus. Die Darstellung stammt aus 12.000 vor Christus. Dazwischen liegen mehr als 10.000 Jahre Lücke. Das macht es uns natürlich so schwierig zu erklären, wie das zu interpretieren sei. Und aus diesem Grund ist die Experimentalarchäologie so wichtig, weil wir damit Prozesse und Werkzeuge rekonstruieren und ausprobieren können, um herauszufinden, ob es so gewesen sein könnte. Und an dieser Stelle, ja, sei nur so viel gesagt, ich habe es ja mit Abora 3 nicht ganz geschafft. Wir mussten ja 500 Meilen vor den Azoren aufgeben. Nichtsdestotrotz haben die 13 Stürme nicht meine Vision einer solchen geglückten Handelsfahrt zerschmettert. Und insofern, wenn wir Abora 4 erfolgreich über die Bühne bringen, warum nicht noch einmal den Nordatlantik angehen und unseren eigenen Kreisbogen, den wir unterbrochen haben, zu schließen, um also diese Zirkumnavigation auf dem Atlantischen Ozean ein für alle Male zu beweisen. Und da fehlen uns einfach die 2000 Kilometer von den Azoren bis zum Eingang des Mittelmeers. An dieser Stelle sind natürlich für mich diese Pyramiden auf den Azoren ein wunderbares Geschenk, weil das hätte ich mir nicht ausdenken können, dass es dort solche Pyramiden gibt. Das bestätigt natürlich auch 60 Jahre nach Heyerdahl unbedingt, dass er mit seinen Theorien schon auf dem richtigen Pfad war. Und wir werden es natürlich versuchen, mit Abora 5 oder 6 das Thema Nordatlantik anzugehen. Vielleicht sprechen wir auch hier im Pyramidenpark wieder darüber. Wenn Sie wissen wollen, was bei uns los ist, auch im Sinne mit Abora 4, gehen Sie auf unsere Website abora.eu. Da können Sie live dabei sein. Es ist sogar noch kostenfrei. Und ab und zu sendet auch Nuoviso einen schönen Bericht über unsere Expedition, sodass Sie da natürlich sich auch informieren können. An dieser Stelle endet unser diesjähriger Vortragskongress mit den eigentlichen Vorträgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön.